Hallo, herzlich willkommen bei Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Clara und ich erzähle dir heute was über Potenzen. Hast du dich auch schon mal gewundert, was diese 2 oben auf dem m macht, wenn wir von Quadratmetern sprechen? Oder die 3 auf den Zentimetern, wenn wir von Kubikzentimeter sprechen? Meistens bei Angaben von Flächeneinheiten und Volumeneinheiten steht obendrauf noch eine kleine 2 bzw. eine 3. Aber was tut die dort? Wenn du dir schon mal eine ähnliche Frage gestellt hast oder du einfach generell etwas über Hochzahlen bzw. Potenzen erfahren willst, dann bist du hier genau richtig. Stell dir vor, du hast eine Rechnung gegeben, bei der du ganz oft die Zahl 3 miteinander addieren sollst. Du könntest jetzt also Schritt für Schritt je eine 3 dazuzählen. Jetzt verrate ich dir aber ein kleines Geheimnis. Weil es sehr mühsam wäre, 3 plus 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 3 zu schreiben, haben sich Mathematiker einen Trick überlegt, die Schreibweise abzukürzen. Stattdessen können wir hier einfach abzählen, wie viele Dreier wir addieren müssen und diese Zahl dann mit 3 multiplizieren. Also 3 plus 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 3 ist, wie du wahrscheinlich schon weißt, dasselbe wie 8 mal 3. Und das ist 24. Wenn wir also ganz oft eine Zahl miteinander addieren wollen, so müssen wir die Zahl mit der Anzahl, wie oft sie auftritt, multiplizieren. Was aber, wenn wir eine Zahl ganz oft miteinander multiplizieren? Also 3 mal 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 3. Diese Rechnung kürzt der Mathematiker, indem er schreibt 3 hoch 8. Wir zählen also wieder die Anzahl, wie oft die Zahl 3 auftritt, und schreiben sie dann als sogenannte Hochzahl an. Die Zahl 5 hoch 3 bedeutet also nichts weiter als 5 mal 5 mal 5. Und wir wissen, wenn wir uns eine Nebenrechnung machen, das ergibt 125. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, wie nennen wir das Ganze? Die Zahl, die uns sagt, wie oft wir etwas miteinander multiplizieren, heißt Exponent. Der Exponent wird oft auch Hochzahl genannt, weil seine Position, wie wir sehen können, auch höher ist als die der anderen. Damit wir aber mit dem Exponenten rechnen können, müssen wir auch wissen, welche Zahl wir mit sich selbst multiplizieren. In diesem Fall ist das die 5 und dieser Wert wird Basis genannt. Die Basis sagt uns also, welche Zahl man mit sich selbst rechnen muss und der Exponent verrät uns, wie oft wir das tun. Beide zusammen nennen wir Potenz. Daher wird die Rechenoperation mit Potenzen auch als Potenzieren bezeichnet. Der Wert, den die Potenz hat, wenn wir sie ausrechnen, heißt Potenzwert. Wir haben uns zu Beginn die Frage gestellt, warum wir für die Flächenberechnung die Maßeinheit Quadratmeter verwenden. Um das zu verstehen, schauen wir uns jetzt ein Einheitsquadrat an. Das hat eine Länge von einem Meter oder man könnte auch sagen, es ist einen Meter breit und einen Meter lang. Wenn ich jetzt von diesem Quadrat die Fläche berechnen möchte, dann kennen wir schon die Flächenformel dafür. A ist gleich Seite mal Seite oder Länge mal Breite. Und wir haben jetzt die Seitenlänge von einem Meter. Also wissen wir, das, was rauskommt, muss auch ein Meter sein. Weil wir uns im zweidimensionalen Raum befinden und also in zwei Richtungen rechnen, schreiben wir hier als Hochzahl über dem m eine 2. Du kennst noch andere Einheiten, die eine Hochzahl haben. Denk zum Beispiel an das Volumen oder den Rauminhalt. Ganz genau. Es handelt sich um Kubikmeter. Hier weist uns die Hochzahl darauf hin, dass wir im dreidimensionalen Raum rechnen. Wenn du dein Wissen zu Flächenmaßen vertiefen willst, schau dir am besten noch den Lernvideozyklus von Tobias an. Um zu schauen, ob du alles verstanden hast, werde ich mit dir jetzt noch ein paar kurze Aufgaben lösen. Wir beginnen mit 8 hoch 2. 8 hoch 2 bedeutet, wir haben die Zahl 8 und multiplizieren sie zweimal mit sich selbst. Also 8 mal 8
und das ergibt 64. 2 hoch 3 ist dasselbe wie 2 mal 2 mal 2. 2 mal 2 ist 4 und das nochmal mal 2 ist 8. Unsere Lösung ist also 8. 5 hoch 1 bedeutet, wir haben die Zahl 5 einmal und das ist 5. Aber jetzt wird's knifflig. Wie viel ist 6 hoch 0? Hier gibt's eine wichtige Regel, die du dir unbedingt merken solltest. Eine Zahl hoch 0 ist immer 1. 6 hoch 0 ist also 1. Es gilt auch, 12 hoch 0 ist 1. Und 3 hoch 0 ist 1. Und 728 hoch 0 ist ebenso 1. Wenn du das Gefühl hast, bis jetzt alles verstanden zu haben, dann empfehle ich dir, das nächste Video in diesem Lernzyklus anzuschauen, in dem ich Rechenregeln zu Potenzen erkläre. Also bis dann. Tschüss!